Hey ho und willkommen zum neuesten Rundgang. Wir sind immer noch in Erzwall und stehen eigentlich an exakt derselben Stelle, vielleicht ein paar Meter daneben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wie gesagt, sind wir in Erzwall und stehen hier vor einem der vielen Zugänge, die in das Arbeiterviertel zuführen, wie auch immer, reinführen. Bevor wir da allerdings reingehen, schauen wir nochmal eben kurz hier ans Straßenende. Wie letztens noch am Ende angekündigt, steht hier nämlich auch noch ein Gebäude, was der Seibot, glaube ich, gebaut hat. Genau. Das ist dieses Lagerhaus-Teil. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist aber noch im Bau. Ne, also wenn es im Bau ist, dann ist es trotzdem relativ fertig. Ich fliege da öfter mal drüber und habe da auch teilweise mal irgendwo reingeschaut. Vielleicht ist die Einrichtung noch nicht fertig. Nö, es sieht eigentlich... Sieht fertig aus. Naja, könnt ihr ja selber herausfinden, was es hier so alles gibt. Wo geht's denn hier? Ne, hier. Oder hell? Ich hab einen Knopf gefunden. Pausenglocke. Ach so. Okay. Ich dachte schon, jetzt geht hier ein Geheimnis oder so auf. Pausenglocke, okay. Ja, hier oben sehen wir noch, ich glaube beim letzten Mal waren wir da. Die beiden Gebäude haben wir schon gesehen. Das ist einmal, die Glasschmelze oder wie wir das auch genannt haben. Und der Schlüsselmacher. Und die Straße hier runter, die müssen wir jetzt nicht unbedingt groß inspizieren. Da geht es einfach raus aus der Stadt und da kann man dann Richtung El Rea oder Chaberia gehen. Und jetzt folgen wir dem Goran wieder. Okay. Hier im Arbeiterviertel gibt es eigentlich bis jetzt zwei große Änderungen. Erstens, bevor wir die Änderungen sagen, die Gebäude mit dem roten Wollblock, die sind alle markiert und sollen irgendwann in Zukunft geändert werden, beziehungsweise neu gebaut werden. Die sind dem Tode geweiht. Ja, die stammen noch aus einer Ära, wo wir halt nicht so viele Möglichkeiten haben wie jetzt und es muss halt was Zeitgemäßeres her. So, die zwei Änderungen sind einmal hier hinten. Also, das ist... Bevor du das da hinten zeigst, hier vorne sehen wir noch die alte Glasschmelze. Ich finde diesen Hochofen an sich noch sehr cool irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht nochmal in irgendeiner Weise vielleicht hinten bei der neuen Glasschmelze hinpacken. Aber das Gebäude, wie gesagt, ist mehr oder weniger nicht mehr aktuell. Und hier vorne haben wir die Dreckgrube oder was war das? Ja, wenn ich das wüsste, Sandloch ist es nicht mehr. Komm ich schon runter? Nee. Meine allwissende Macht befähigt mich dazu, jetzt einmal die Live-Map zu öffnen. Da steht's aber auch nicht. Wie hieß denn das? Steht's da nicht dran? Da hier können ist ein ja Shop mal... eigentlich, müsste nee. Sein. Also hier gibt's auf jeden Fall Dirt, welches sich nicht von Gras überwuchern lässt. Das war ein AVZ-Auftrag. Also und neben der Tatsache, dass hier ziemlich viel Kühe als Kunden dienen, ist das Ding halt über, ich weiß gar nicht, 2 Wochen oder so entstanden. Wurde von einem User gebaut. Wie gesagt, über so einen Auftrag. Die genauen Funktionen sind mir jetzt noch nicht so ganz bewusst von diesen ganzen Sachen. Hier ist so ein Kran und eine Loren. Sieht aber extrem gut aus. Also da wird ein Loch gebuddelt. Ja. So, gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier den Bogenmacher. Das müssten wir auch nochmal renovieren, das Haus. Müssen wir mal wieder einen AVZ-Auftrag zu machen. Das hier finde ich sehr schön. Das gibt's eigentlich schon seit Erzwald offiziell offen hat oder der Server mit Map 3 ist die Ziegelei. Ich denke mal, die wird auch nicht geändert an sich. Nee. Hat auch keinen roten Block. Das Coole hier dran ist eigentlich, was auch viele Leute sagen, ist dieses Schrägdach, was ich hier gemacht habe, wo dann diese Brennöfen rausgucken. Und die lassen sich sogar öffnen und schließen, wie man sieht. Und hier kann man auch was kaufen. Ja. Komm, Schmidt, wir sind dann ein bisschen unter Zeitdruck, wenn wir uns jedes so genau angucken, wie die Dreckgrube und die Ziegelei. Da hier sind jetzt noch sehr viele alte Gebäude, die Köhlerei. Hier ist noch, ich glaube, das war mal ein Hufschmied, glaube ich. Weil die Köhlerei ist, glaube ich, auch, das Ding bleibt auch, weil, ja, also das ist irgendwie, das gehört dazu hier. Da steht es schon immer. Und hat irgendwie nichts an seinen Charme eingebüßt. Von daher haben wir gesagt, komm, das muss auch nicht umgebaut werden. Das passt immer noch hier rein.
Ja. Die Schmiede hier, die finde ich an sich cool. Aber auch hier in dem ganzen Wohnhaus oder so, das müsste mal so ein bisschen hier, Tine Wittler müsste einmal durchrutschen hier und genau. Ja, das Ganze ein bisschen pimpen. So. So, hier haben wir einmal, was ist denn das jetzt, ein Schreiner oder ein Tischler? Schreinerei, so. Und zwar war das einmal ein Baucontest, den der Iris gemacht hat oder ausgerufen hat. Und da hat jede Stadt gefilmt, wurde das Ganze, hat da ein Exemplar einer Schreinerei gebaut. Und dann haben wir das begutachtet. Und dieses Haus hier hat quasi den Contest gewonnen und wurde dann an diese Stelle gepackt. Genau. Die anderen teilnehmenden Städte haben natürlich auch was gemacht. Ich glaube, es gibt diese auch als Download auf der Planet Minecraft-Seite von Adrundal. Falls ihr euch also fragt, was mit den Häusern geschehen ist, beziehungsweise das Video zu der ganzen Timelapse ist auch noch auf dem Adrundal-Kanal zu sehen. Ja, ist, denke ich mal, ganz interessant. An der Seite haben wir hier, was uns sehr gut gefallen hat an diesem Haus und auch eines der Gründe war, warum das ausgewählt worden ist. Zum einen der Aufbau des ganzen Hauses war extrem stimmig mit der Schreinerei und mit dieser Holzsäge hier hinten drin, dass das alles so ein bisschen verknüpft war und nicht so komisch. Und ja, das ist die neue Schreinerei, hier schön mit so einem Handkarren. Jo, also ein sehr schönes Haus. So, wir gehen mal ein Stück jetzt zurück. Und zwar befindet sich jetzt hier quasi schon auf dem Grundstück des großen Tempels. Fällt mir der Name nicht wieder ein. Das Krematorium, genau, so rum. War das auch ein Auferzeit? Ja. Das war ein Auferzeitauftrag, ja. Genau. Das sieht dann so aus, wie es... Ja genau, du musst mal einmal rumfliegen. Ich glaube, vom Boden sieht man da kaum. Der Auftrag an sich war das Gebäude. Die ganzen Bäume, die da jetzt drumherum sind und die Beete, die habe ich dann später noch gefüllt. Was ich hier ganz cool finde, ist zum Beispiel hier dieser Holzhaufen, der jetzt zwar nicht zum Gebäude wirklich gehört, aber das haben sie echt stimmig gemacht hier mit diesen ganzen Holzscheiten. Sehr, sehr schön. So. Ja, sehr schön. So. Jetzt, wo geht's jetzt lang? Wir gehen hier ein Stück weiter. Und zwar ist hier vorne, hier geht ja die Hauptstraße lang. Und wir gehen jetzt mal hier links lang. Und zwar ist das Viertel, welches jetzt zu unserer Rechten ist. Das ist hier ein kompletter Wohnblock mit Läden unten in den Arkaden. Das ist so ziemlich das älteste, was auf Tyrene stand an Gebäuden. Neben... Genau. Ja, doch. Denn es wurde schon gebaut, bevor die Map überhaupt angelegt worden ist. Und zwar haben wir also in der Zeit, wo wir halt mit den Warzones die Zeit überbrückt haben. Grundlegend hat sich aber nichts hier dran verändert. Ich habe jetzt im Nachhinein nur die Fensterscheiben nochmal ausgetauscht. Wenn irgendwo Seile, also Zäune als Seile mal runterhängen, habe ich die durch diese Spinnenweben, die aussehen wie Seile, ausgetauscht. Aber sonst ist das noch sehr ursprünglich. Und wir haben hier bei dem Weg die Gleise, die da irgendwie, hier war so ein Gleissystem drin. Ja. Das haben wir alles rausgeschmissen, weil es nicht verbunden war. Ja. Was hier auch ganz schön ist, wenn wir jetzt hier ein Stück weiter gehen. Links ist übrigens die Obsidian-Gießerei. Das ist die Nether. Stimmt, sorry. Die Nether Ziegelei. Wie heißt das Ding? Nether Brick Brennerei. So. Hatte damals ein bisschen mehr Sinn gehabt, aber so in Relation zu dem ganzen Minecraft-Thema steht sie halt noch. Was jetzt hier ganz cool ist, wo wir die Straßen renoviert haben, haben wir natürlich auch geguckt, dass wir die ganzen Höhenlevel so ein bisschen variieren. Das ist hier zum Beispiel geschehen, an der ganzen Rückseite geht mehr oder weniger dieser Holzgehweg in die normale Straße über. Mhm. Hier vorne haben wir die Obsidian-Gießerei. Das war damals, wo es noch ein funktionierendes Quest-System gab mit Citizens 1, hatten wir das sogar so gemacht, dass man hier eine Quest erfüllen kann und wenn man die dann erfüllt hat, konnte man diese Brennöfen darin benutzen. Ja, ich muss mal gucken, drin sind noch funktionierende Anlagen,
wo man halt Redstone eine Reihe aufbauen kann und dann durch ein Lavasystem wird daraus Obsidian. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Städte oder ob die Regionen, wo man das halt platzieren konnte, das Redstone, ob die noch existieren. Kann ja sein. Mal irgendjemand nachgucken, ob er da Redstone platzieren kann. Wenn nicht, dann kann man das ja immer noch nachrüsten. Ja. Hier haben wir den Kartenmacher bzw. den Kartografen. Ich finde es ganz lustig, wo wir damals auf Map 1 das Haus des Kartenmachers gemacht hatten. Dieser Begriff Haus des Kartenmachers, das wurde danach sehr oft kopiert und auch auf vielen Servern teilweise nachgebaut, das Gebäude. Fand ich immer ganz cool. Und ja, hier gibt es halt den offizielleren Namen halt Kartograf. Mhm. Ja, da also gibt es. Es ist jetzt nicht das Gebäude gemeint, was du angesprochen hast, sondern das, was damals in Drakengard stand. Ja, das damalige. Aussah. Ja, ja. Hier links die Gasse, die daneben ist, die führt dann noch zu einem kleinen Bach, der da aus dem Berg fließt. Und man hat noch Verbindungen hinten zu über so eine Gäberei, dann halb noch wieder zum Arbeiterviertel. Das nur so als Seiteninfo. Dann kommen wir jetzt hier an eine T-Kreuzung, wo wir auch wieder dieses Schöne mit den mit dem Höhenlevel sehen. Wir haben hier links geht es sehr steil runter, aber dennoch sehr stimmig. Und ja. Das war ja alles vorher Straße mit Bürgersteig. Gehen wir hier links oder gehen wir rechts? Ich bin gerade am Überlegen, daher war ich so leicht am Unterbrechen. Wir gehen links lang. Ja. Wenn wir nämlich gleich an den Platz kommen, dann sehen, können wir nochmal kurz die andere Straße runtergucken über den einen Platz. Und das hier, finde ich, ist ungefähr dasselbe Feeling, was auch bei der Arena, bei der Unterführung ist, wo halt oben bei diesen Streben nochmal Gebäude draufgesetzt ist. Ja. Es ist immer noch hell. Hier wachsen so Pflanzen. Das hat so ein bisschen was wie... Hat so ein bisschen Fantasy. Wie so ein Utopia. So ein bisschen mehr. Also normalerweise ist das ja jetzt nicht unbedingt realistisch, dass man hier einen Baum unter einem Gebäude stellt, weil wer weiß, wie hoch der wächst und irgendwann reißt es dir ja das Gebäude von dem Sockel. Mhm. Aber in dem Fall, denke ich mal, ist das ganz legitim und auch vollkommen beabsichtigt. So, hier ist das Tor, welches zu zum Goldenen Tal führt. Mhm. Kannst du da hinten den Heilschrein sehen? Ja. Ne? Da ist ein neuer Heilschrein übrigens. Den haben wir nach einem Herrschertreffen auf Nachfrage, als der Tempel noch nicht eröffnet war. Das war, glaube ich, das Wochenende oder der Monatsletzte vor dem Eröffnen des Tempels. Da hat jemand nachgefragt, ob irgendwo hier ein Heilschrein hin könnte, weil der Weg vom Spawn bis nach Erzwall kostet momentan, seit 1.7 kostet der ja irgendwie mehr Hunger. Und dann kommen die hier alle an der Brücke an und können schon nicht mehr rennen. Und das war, deshalb haben wir den da hingesetzt. Eigentlich geplant war eigentlich nur ein temporärer, aber wir lassen den da einfach mal. Das haben wir auch einfach so jetzt entschlossen. Lustige Geschichte zu diesen zwei Frauenstatuen mit den Fackelnippeln. Die gibt es auch schon länger als Map 3. Und zwar hatten wir die damals in einer etwas detailloseren Version, weil es damals noch keine umgedrehten Treppen gab, beim Sockel des Leuchtturms am Spawn. Daher haben wir die also schön wiederverwertet. Mir ist dann Monate später aufgefallen, dass die Beine eigentlich doppelt so lang sein müssten, wenn es proportional richtig wäre. Und dann hast du die sogar verlängert, glaube ich, oder? Oder sind die noch alt? Nee, die verschwinden einfach im Berg. Das ist gewollt. Glücklicher Zufall. Ist gewollt. Oh, hier müssen wir noch irgendwie mal eine Treppe hinmachen, oder? Ja, mach mal eben. Tu mal. Ja, mach schon. Ja. Ja, hier ist ein Seiteneingang zu der Herberge. Die werden wir jetzt am besten nicht mehr groß erläutern. Das Ding steht eigentlich schon seit Map-Eröffnung. Sollte eigentlich jeder kennen, der hier schon mal drauf war. Hier links fehlt was. Und wir haben es auch, glaube ich, in einem letzten Making-of schon mal gezeigt, dass wir hier die Straße angefangen hatten oder gebaut hier, die hier durchführt. Hier war die alte Kaserne. Ja. Die neue Kaserne, den Standort haben wir in dem letzten Rundgang schon mal gesehen. Und was hierhin kommt, wissen wir nur grob. Wahrscheinlich wieder irgendein Viertel, auch vielleicht in verschiedenen Ebenen, dass wir die Straße vielleicht sogar noch mal ein bisschen ändern müssen. Vielleicht. Und ja. Ja. Oh, hier werden irgendwelche Koordinaten durch den Chat geschickt. Ich teste oder ich überprüfe noch immer. Hilfe! Hilfe! Ich überprüfe noch immer hier diese Straßen.
Beschilderungen, ob hier auch der Tempelplatz immer richtig ausgeschildert ist und nicht mehr die Kathedrale. So, wir gehen jetzt extra nicht über die Wiese, sondern den Straßenweg, obwohl das jetzt eigentlich... Bevor wir das aber machen? Achso. Wollte ich hier nochmal kurz zeigen, das ist der alte Platz, da ging vorher eine Straße hier rüber, also wo wir noch das alte Straßennetz hatten. Das haben wir jetzt mehr oder weniger aufgebrochen und den Platz mehr oder weniger als Verbindungsgeschichte gemacht. Und dadurch, finde ich, hat der steinerne Golem hier so ein bisschen mehr... Der sieht nicht so eingeeckt auf seiner Fläche aus, sondern der Platz, der ragt jetzt halt darüber. Und das ist, denke ich mal, sehr schön geworden. So, weiter geht's. Die Gebäude, die der Golem anguckt, also die jetzt hier, wo wir jetzt eine Wand von sehen, die sind auch noch sehr altbacken. Also genau aus der Ära wie die Gebäude im Arbeiterviertel, die alle wegkommen. Die sind allerdings noch nicht markiert. Da müssten wir mal beratschlagen, was wir damit machen. Jo. So, hier haben wir den hier. Alten Weidenbrunnen. Ja. Das ist übrigens eine Anspielung auf die allererste Timelapse. Nein, ein Speedbild. Die man noch in einer Ich-Perspektive. Speedbild. Die man noch in einer Ich-Perspektive vom Basti-Kek sieht. Außerdem, hier ist das, ich glaube, das war mal Haus des Monats, ne? Hier von Starbertan. Der war dann irgendwann mal weg. Also hat den Server eine Zeit lang nicht mehr besucht und dann war er wieder da. Sein Glück, dass wir es nicht abgerissen haben, weil das Haus so gut hier reinpasst und auch gut aussieht. Wir haben bei der Straßenrenovierung, habe ich mir mal die Freiheit genommen, hier alle Zäune in Seile umzubauen. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse auf mich. Ja, hier haben wir so einen kleinen Tempelschrein. Teamschrein heißt das Ding. Da haben wir einfach nur mal die Köpfe des Teams einfach aufgelistet, weil ja irgendwie haben wir uns gedacht, dass das für Leute, die das vielleicht nicht so ganz genau wissen, die auf dem Besuch sind, das ist vielleicht ganz interessant. Was hier ganz lustig ist an dieser Ecke, ich baue ja in letzter Zeit oft hier so so erhöhte, eigentlich unnütze Sachen drauf, aber ich finde sie eigentlich ganz toll, um irgendwelche Sachen abzuriegeln oder halt ein bisschen stimmiger zu gestalten. Und wenn jetzt irgendwann mal ein Haus da steht auf diesem Grundstück, ist ja mehr oder weniger der Zugang zu dem Treppenhaus da hinten versperrt. Und es gibt hier durch... So ganz banal, so ein Gang, der führt durch dieses ganze Gewächs hier und dann kommt man hier vorne wieder raus und ja, ist, denke ich mal, sieht cooler aus, wahrscheinlich, wenn hier ein Gebäude steht, welches entsprechend hoch ist und hier so einen kleinen Hof auch noch rausbaut, macht. Ja. Was ist das hier vorne eigentlich? Was hier? Hier sind wir jetzt auch schon wieder bei User-Grundstücken. Ja. Denk mal, wir müssen auch langsam fertig werden hier. Ja, apropos User-Grundstücke, der Vinny, der hier die Grundstücke in Erzwald verwaltet, hat eine neue Regel gemacht. Seit einem Wer Monat. Eins kauft, also ab Kaufbeginn, wenn nach einem Monat da nichts steht oder nicht fertig gebaut worden ist, dann gibt er das Grundstück wieder frei, weil wir haben hier teilweise Probleme mit angefangenen bzw. über Monate lang nicht eingerichteten Häusern und das soll das so ein bisschen vermindern. Zum Beispiel das Gebäude hier steht hier schon seit einem Monat mindestens, so wie ihr es hier seht. Und das ist natürlich schade für die Leute, die hier lang gehen. Die denken sich, aber hier, was ist denn hier los? Die verschwinden dann mehr oder weniger, wenn ein Monat lang nichts passiert. Wir sind jetzt hier übrigens teilweise an Gebäuden von Usern vorbeigegangen, hier zu unserer linken Seite und auch jetzt zu unserer rechten, gerade waren zwei, hier, drei da, Gebäude. Wo ich lang zeige. Und vorne die beiden. Die sind nicht unbedingt neu, seit wir hier diesen Runden in komplett R2 gestartet haben. Die standen ja auch schon bei Folge 1 und auch Monate vorher. Aber das sind hier auch so sehr coole Fassaden. Wenn man jetzt hier zum Beispiel steht, wo ich stehe und einfach mal das Gebäude sich anschaut, das sieht eigentlich schon sehr geil aus und ist echt detailliert und also das macht echt Freude, hier mal durchzurennen. Jo, ich denke mal, das war's soweit von dem Rundgang durch Erzwall. Wir werden in Erzwall wahrscheinlich erst wieder was machen, wenn wir wirklich ordentlich viel Neues zu zeigen haben. Das heißt, der nächste Rundgang, wenn dann einer mal kommt, wird wahrscheinlich entweder irgendwo in der Pampa, wenn was Tolles ist, zu sehen sein, oder aber in eines der User-Städten, wo mir uns teilweise schon zugespielt worden ist, dass da bald einige Sachen fertig werden, die man dann auch wieder zeigen kann und wahrscheinlich dann bis zum nächsten Mal aus einer User-Stadt. Tschüss. Genau. Ich baue mir jetzt die Nase. Damit.